Auch wenn die breite Masse der Öffentlichkeit das Wort Bankenkrise noch nicht so in den Mund nehmen möchte, so ist doch klar, dass so gerade einiges auf der Welt passiert. Zwar sind es bis zum jetzigen Zeitpunkt gerade einmal 3 Regionalbanken aus den USA, aber auch die Credit Suisse, die hat ja bereits gewackelt. Die Anzahl der betroffenen Banken ist also erstmal noch relativ gering. Aber Verluste, die sind schon jetzt bedeutend und übertreffen damit auch die Verluste der Wirtschaftskrise aus 2008, wie man hier in dem Chart gerade sieht. Auch unter anderem das hat den Goldpreis in den letzten Wochen schon etwas befeuert. Aber auch der Bitcoin, der scheint mehr und mehr Zuwachs zu bekommen. Die Anleger wollen in jedem Fall weg aus dem unsicheren Papiergeld, was auch Fiat Money genannt wird. Und sie wollen rein in die harten Assets. Laut Morning Consulting gaben 22% der Amerikaner an, im April mindestens eine Form von Kryptowährungen zu besitzen. Und das hat einen Anstieg von ungefähr 4 Prozentpunkten gegenüber dem Januar mit sich. Der Anstieg dieses Kryptobesitzes, der hängt sehr wahrscheinlich auch mit der anhaltenden Nervosität des Bankensektors zusammen. Wirklich niemand kann sagen, ob es sich nur um einen kleinen Wackler im System handelt oder ob wir den ganz dicken schwarzen Schwan, also den Black Swan, ob wir den noch sehen und erleben werden und es dann so richtig kracht. Die First Republic Bank war die dritte Bank in diesem Jahr in den USA, die in Konkurs ging. Und damit die zweitgrößte Bank in der Geschichte der USA, die überhaupt jemals pleite ging. Und die JP Morgan Bank, die wurde mit der Übernahme der First Republic Bank nun noch einmal viel größer. Wenn die Kleinen scheitern und die Großen dann als Retter in der Not einschreiten, dann wirkt es doch zunächst nach einer guten Sache. Doch eigentlich macht es das System noch anfälliger. In der Schweiz, da gibt es nach der Übernahme von der Credit Suisse durch die UBS Bank quasi nur noch einen großen Player vor Ort. Und wenn der dann auch mal eines Tages wackelt, dann wird es natürlich gerade dort ganz gefährlich. Zwar werden die Staaten aus der letzten Bankenkrise sicherlich gelernt haben und diese dann vermutlich nicht, so wie damals, pleite gehen lassen, sondern dann mit Rettungsmilliarden und Billionen auffangen. Doch auch dafür müssten die Druckerpressen dann wieder einmal angeschmissen werden und die Inflation, die wird uns im schlimmsten Fall noch mehr um die Ohren fliegen. Die Situation ist also sehr brenzlig und auch verzwickt. Aus diesen Gründen suchen wohl Anleger auch die Flucht in den Bitcoin, in harte Assets. Aber auch die Goldproduzenten, die haben schon profitiert. Diese Grafik von US Global Investors zeigt und vergleicht die Veränderungen von 3 Anlageklassen im Hinblick auf die Marktkapitalisierung seit Beginn des Jahres. Die Goldproduzenten, welche am AK Goldminer Index gemessen wurden, haben über 41 Milliarden Dollar hinzugewonnen. Und auch der Bitcoin hat mehr als 250 Milliarden Dollar Market Cap zugelegt. Die 4 angesprochenen Banken, die haben hingegen insgesamt 50 Milliarden verloren. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Bitcoin in US-Dollar knapp 60% seit Jahresbeginn zugelegt. Von ungefähr 16.600 auf ca. 26.000 US-Dollar. Gold, was grundsätzlich nicht so volatil ist, hat ungefähr 180 Dollar hinzugewonnen, steigt somit also um 10% an. Doch dazu kommt noch der schwächelnde Dollar. Stephen Jean, der ehemalige Geschäftsführer von Morgan Stanley, sagte, dass der Dollar seinen Status als Reservewährung in einem, wie er sagt, atemberaubenden Tempo verliere. Ihm zufolge hat der Dollar seit 2016 etwa 11% seines Marktanteils einbüßen müssen. Grund hierfür könnten vor allem auch die in letzter Zeit starken Sanktionen gegen Russland sein. Wer eine Währung immer wieder als Waffe einsetzt, ja, der braucht sich nicht wundern, wenn andere eines Tages diese Währung auch gar nicht mehr nutzen wollen. Das war mal so ein schöner Tweet, den ich glaube Elon Musk rausgelassen hat, womit er aber vielleicht gar nicht so Unrecht hat. Wer also weitere Bankenpleiten fürchtet, der sollte sich mit den genannten Assets, also Bitcoin, aber natürlich auch Bitcoin-Miner wie Hive Blockchain Technologies beschäftigen. Auch sind Edelmetalle, Gold und Silber in Krisenzeiten durchaus etwas, worauf man setzen könnte. Die dazugehörigen Explorer und Produzenten, also auch Goldminenaktien, die könnten von weiteren Anstieg dann auch überproportional profitieren. Klar, ist Gold mehr wert, profitieren diese Firmen. Wer mehr dazu wissen will, der kann gerne unseren Kanal hier abonnieren, regelmäßig auf axinocapital.de vorbeischauen. Wir sind seit mehr als 30 Jahren als Investoren im Bergbau aktiv und geben hier unser Wissen gerne weiter. Beachte wie immer unsere Disclaimer, schalt beim nächsten Mal gerne wieder ein. Jetzt schreib du aber doch mal deine Meinung in die Kommentare. Gold, Bitcoin oder beides? Was denkst du? Schreib's uns gerne. Bis zum nächsten Video.